heute soll es um diesen Pilz gehen. Wunderschön und durchaus im Moment häufiger zu finden. Ihr habt es gesehen, nicht? Der Kornblumenröhrling. Nun, der Kornblumenröhrling ist ein seltener, aber essbarer Röhrenpilz und der kommt aus der Gattung hier der Blassspor-Röhrlinge. Und das ist natürlich ein toller Pilz, denn der Name sagt schon, an den berührten Stellen läuft er in kurzer Zeit stark an bis hin zu Kornblumenblau und das erklärt natürlich auch seinen deutschen Namen. Wunderschön, nicht wie die Kornblumen auch. Ja, was muss man zu dem Pilz sagen? Es handelt sich hier um ein Artenaggregat und zwar aus 4 Einzelarten, die gar nicht so einfach zu bestimmen sind und dabei zeigen 2 Arten eben hier, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, am Stiel eine sogenannte Abrisskante der Gesamthülle. Und die anderen beiden Arten, die haben eben diese Abrisskante nicht. Nun, das ist ein bisschen akademischer Natur, aber man muss eben im Prinzip wissen, dass sie sonst eben mit anderen klassischen Methoden im Moment gar nicht eindeutig zu unterscheiden sind. Mithilfe der DNA-Sequenzanalyse kann man sich das natürlich anschauen und entsprechend eben ITS oder LSU, also jeweils die R-DNA, da kann man im Prinzip die 4 Arten trennen. Nun kommen wir mal ein bisschen zum Praktischen weg, vom Theoretischen. Es ist wirklich interessant, denn man kann natürlich manche finden, die laufen richtig intensiv an, je nach Art, und andere, die laufen kaum an, sind trotzdem kaum zu verwechseln. Und es gibt im Prinzip nur eine giftige Art, die eben hier bei Gyroporus vorkommt, die aber ein lachsfarbenes Fleisch hat und eben kein weißes Fleisch, was dann eben anläuft. Also ein toller Pilz, der für Einsteiger echt geeignet ist. Merken, das Fleisch darf nicht lachsfarben sein, sondern muss weiß sein und sich mehr bis minder verfärben. Dazu kommen wir jetzt. Ja, man kann im Prinzip höchstens noch einen einzigen Pilz, der im Alter blaut, verwechseln. Das wäre der Hasenröhrling, aber der verfärbt sich mehr so ein bisschen irgendwie zimtbraun und eben nicht so blau. Und deswegen ist es eben auch wirklich hier ein charakteristischer Pilz. Der ist aber nicht so häufig, deswegen lasst ihn besser im Wald. Aber er ist wirklich mal eine Erwähnung wert. Jetzt mal zum interessanten Part. Wieso wird denn der so blau? Und das hat was damit zu tun, dass der Fleisch oder wenn er verletzt wird, eben in Kontakt mit Luftsauerstoff sich hier ein Derivat der sogenannten Pulvinsäure, nämlich das Gyrocyanin, schön verfärben kann. Und dann haben wir eben in diesen Fruchtkörpern das enthaltene Gyrosporin und das wird eben dann oxidiert zu blauen Chinonen. Und das ist eben wirklich einfach nur toll. Der gezeigte hier hat eben nicht so eine extreme blaue Färbung, aber ist trotzdem eindeutig. Ja, bei der selteneren Variante eben hier kann es eben auch zu, also da gibt es eine seltene Variante eben Lactois, ne? Und da gibt es eben diese Verfärbung nicht, weil eben dieser Stoff fehlt. Und da gibt es alle Varietäten dazwischen. Der hier ist eben auch etwas weniger charakteristisch. Das kann wirklich klatschblau werden. Speisewerte. Der Kornblumenröhrling selber ist ein Speisepilz mit einem vorzüglichen Geschmack, aber der wird sich eben beim Schmoren schön hellgelb verfärben. Also da nicht wundern, das ist durchaus normal und völlig unbedenklich. Ja, jetzt haben wir so einiges erzählt. Wir sollten aber trotzdem noch mal ein bisschen genauer in die Artabgrenzung reinschauen. Geruch, neutral, angenehm. Geschmack, wie gesagt, lasst sein, Pilze im Wald zu kosten. Wer das tun würde und sich gut auskennt, er würde mild schmecken. Der Hut, strohgelb, aber auch so ockerlich, wie man hier sieht, bis hin zu dunkel-lila-braun. Jung ist er eher so filzig und ist charakteristisch, das kann man sehen, also das fällt einfach auf. So strohgelb, ockergelb, filzig, weich, so ein bisschen faserig, felderig und alt, dann verkahlend. Der ist durchaus jung und eben filzig und faserig, schön zu erkennen. Fleisch, weiß, aber sofort sich verfärbend beim Anschneiden, dann bis hin zu Kornblumenblau. Der hier eher so ein bisschen hellblau und eben auch so ein bisschen ins Schwärzend hinein. Ich habe schon erwähnt, gibt es alle möglichen Formen, je nach Art dieser 4 Konglomerate, der Arten, die zu diesem Konglomerat zusammengefasst ist, mit was man es zu tun hat. Stiel ist dick, immer fein filzig, oberhalb weißlich, sonst gern auch mal bräulich und kann auf Druck eben sofort blau sich verfärben. Jung eher wattig, später dann kammerig hohl, das kann man hier schon gut erkennen im Durchschnitt, und hat dann eben eine sehr, sehr flüchtige Ringzone. Ich habe schon erwähnt, wie man Arten da mit diesen Abrisskanten erkennen kann. Ist nicht so leicht, aber ist auch mehr akademischer Natur. Vorkommen Mischwald,
gerne auch im Wiesenbereich und Waldrandbereich, wie auch hier gezeigt. Ein Symbiosepilz, ganz klar, kann aber auch durchaus als Folgesatzsetzer auftreten, also kann im Prinzip beides, tritt bei uns gerne so im Juli auf, gerne auch Anfang August, aber auch bis in den Spätherbst hinein. Durchaus ein seltener Pilz und in Deutschland ist er eben hier RLG eingestuft, also eine Gefährdung unbekannten Ausmaßes. Wir lassen die in der Regel stehen, den haben wir jetzt mitgenommen und gegessen, aber in aller Regel zeige ich die und lasse sie im Wald. Gattung, ich habe schon gesagt, Röhrlinge, Blass-Sporröhrlinge genauer, Verwechslungsgefahr und das ist die gute Nachricht. In der Regel sind eben die schwarz-blauen Röhrlinge, falscher Schwefelröhrlinge, deren Stiel aber nicht kammrig hohl ist, ein Verwechslungspartner. Da gibt es auch noch die stark blauen Rotfußröhrlinge, das wäre nicht kritisch, der wurzelnde Bitterröhrling, der wäre giftig oder nicht essbar, aber eben sehr bitter. Und dann eben auch noch Hainbuchenröhrlinge, die könnte man natürlich essen. Habe ich euch ein Pilzporträt gemacht, schaut es euch vielleicht mal an, sehen in meinen Augen anders aus, aber man, irgendwie kann man alles miteinander verwechseln, je nach Kenntnisstand. Und dann gibt es auch noch andere Rauffußröhrlinge, wie zum Beispiel den verschiedenfarbigen. Und das wäre auch eine Verwechslungsmöglichkeit. Achtet man aber auf diese filzigen Stiele, auf diese wattigen Stiele, innen im Durchschnitt und diese Verfärbung, sind sie für mich relativ eindeutig. Ja. Was muss man wissen? Wie gesagt, die zwei Varietäten, die es eben gibt, sofort kronblumenblau anlaufend und die andere, die mehr schwärzt wie hier, die nur leicht blau anläuft. Und wie gesagt, das Fleisch wird beim Kochen wieder hell, bis hin eher so gelblich und er ist im Geschmack dem Steinpilz durchaus ebenbürtig und eben ein Positivpilz der Speiseliste der DGFM. Und ich finde, ein toller Pilz und hier wirklich mal eine Erwähnung wert. Durchaus selten, lasst sie besser im Wald. Aber eben, hier kann man das ganz gut erkennen. Und wenn euch solche kleinen Videos gefallen, auch mal in die Nischen vielleicht der Speisepilze hinein, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst und vielleicht einfach auch den Kanal abonniert. Denn wir möchten uns gerne mit vielen, vielen Pilzfreunden vernetzen. Also, habt Spaß, geht in den Wald und bis bald im Wald.